Hallo und willkommen zu einem kleinen Zwischendurch-Video. Ich habe hier was Cooles gefunden. Ihr müsst den Ton und so alles entschuldigen. Das ist mal mit einem Handy gefilmt. Aber guckt mal, ich habe einen Interflug Ilyushi IL-14P gefunden. Mitten im Erzgebirge. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, wen es interessiert. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil hierher gekommen ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es aber auch mal noch recherchieren, weil das interessiert mich. Wieso die IL-14P in Kemmerswalde steht. Aber das Coole ist, hier stehen noch mehr Flugzeuge, also zwei. Man kann hier reingehen. Das ist so geil. Das finde ich richtig geil. Man kann einfach mal hier reingehen und sich das Flugzeug von innen angucken. Und da es regnet, gehen wir auch gleich mal rein. Die Hoffnung, die Tür geht auf. Ja, die Tür geht auf. Geil. Das ist doch mal cool. Okay, hier steht noch ein bisschen was zu dem Hubschrauber, den wir uns nachher noch angucken. Ein Milmi 2. Und hier steht was zur Yushin. 1957 bis 16 Dresden gebaut. Das Flugzeug hatte 1973 die vorgeschriebenen Flugstunden geleistet und wurde in Bord an der Ostsee auf dem Flughafen abgestellt, wo es dort innerhalb von 10 Tagen demontiert und dann auf Landwegen mit LKWs, Spezialfahrzeugen nach Kemmerswalde transportiert wurde. Aber hier steht nicht warum. Hier steht nicht warum. Aber cool. Leistungsstufen des Triebwerks, technische Daten, wirtschaftliche Reisegeschwindigkeit 320, 7000 Meter Dienstgipfelhöhe, 5 Personen per Satzung, Fluggäste 18, 26 oder 32. Krass, guck mal bitte. Krass. Das ist ja echt krass. Vorsicht, niedriger Ausstieg. Hier haben wir ein paar Uniform-Dings. Schön gemacht hier. Silbervögel aus Elbflorenz. Bereits über 50 zweimotierte Mittelstreckenpassagierflugzeuge in Dresden. Dresdner Flugwerke. Und jetzt guckt mal bitte, wie man damals im Flugzeug saß. Also heutzutage ist definitiv weniger Platz. Aber was es auch schon gab, Rufknopf, Leselampe und guten DDR-Steckdosen. Wow. Geh mal vor ins Cockpit. Die Düsen übrigens hier, die kenne ich auch noch aus Boeing-Flugzeugen oder Airbus. Wow, gab es auch damals schon. Wenn man sich überlegt, dass das Flugzeug hier echt schon viele, viele Stunden geflogen ist. Bitte nichts berühren. Okay. Machen wir. Ich berühre nichts. Ich gucke nur. Das ist wahrscheinlich die Bordküche. Cool. Bordküche. Ja. Sieht man. Bordküche. Mit Steckdose.
Hier sieht man mal die ganzen Plätze. Wirklich nicht viele. Wo das Flugzeug sehr groß und draußen wirkt. Das sieht ja eher aus wie VEB Heimstolz. Sieht so ein bisschen. Okay, hier steht bitte nicht betreten. Machen wir natürlich nicht. Aber was ist hier? Hier ist Druckluft. Druckspeicher, Hydraulikbehälter steht hier links. Okay, ist halt noch sehr, sehr, sehr technisch hier, würde ich alles sagen. Mal guck mal hier vorne, das sieht auch so militärisch ein bisschen aus. Okay. Naja, 5 Leute Besatzung. Einer saß dann wahrscheinlich hier. Hier ist Hydraulikspeicherüberwachung. Okay, das scheint der. Das ist ja. Der Navigator scheint hier gewesen zu sein. Weil hier steht nämlich was. Navigationsgerät und Autopilotanlagen. Ey, das ist natürlich. Also Respekt vor den Leuten, die das gemacht haben hier. Wenn man sich das hier so anguckt. Wow. Hier vorne ist das Cockpit. Ganz groß. In der Mitte steht übrigens Feuer linker Motor, Feuer rechter Motor. War wahrscheinlich damals nicht ganz so selten. Aber immerhin, das Cockpit ist relativ geräumig, finde ich jetzt. Ist, ja, hat schon eine schöne Größe. Aber mit den ganzen Instrumenten wäre ich überfordert. Ganzen Anzeigen. Aber es ist schon irgendwie cool, wenn man sich überlegt, wir stehen jetzt hier gerade im Flugzeug. Hier so drin. Was echt viel gelaufen ist, ne? Viel geflogen, wenn man sich das hier so anguckt. Es hat alles mal funktioniert. Und wenn man guckt, hier auch viel steht hier Russisch. Bei manchen Teilen steht irgendwie, sind kyrillisch. Zeichnung. Hier zum Beispiel, guck mal. Hier. Ich hab, weiß nicht, was es ist. Weil ich kann kein Russisch, aber hier steht alles nur Russisch drauf. Wow. Also mega, mega technisch hier alles. Ja. Hier steht noch ein bisschen was zu anderen Sachen. Ein schwarzer Tag bei den Luftstreitkräften der NVA. Die Wettermaschine kehrte nicht zurück. Da ist ein IL-14 abgestürzt. Okay. Ja, also ich fliege so ja schon nicht gerne, aber ich glaube, in diese Maschine wäre ich nicht eingestiegen. Boah. Immerhin, wenn man mal guckt, die hatten damals schon eine verriegelbare Kabinentür. Was sie dann später erst wieder eingeführt hatten, ne? Nach den Anschlägen. Ne? Damals gab es das schon, so wie man das hier sieht. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus, ne? Durchs Fenster können wir leider nicht gucken. Die Küche ist wirklich der Hammer. Die Küche ist wirklich der Hammer. Kaffeemaschine ein, Buffet ein, aus, Beleuchtung, Zusatzbeleuchtung. Ah, und hier ist, wenn jemand gedrückt hat. Ach, die Toilette haben wir noch gar nicht entdeckt. Die Toilette? Wo ist denn die Toilette? Die wird dann wahrscheinlich da hinten irgendwo gewesen sein, nehme ich jetzt mal an. Aber hier sieht man keine Toilette. Können wir übrigens mal rausgucken? Schon cool. Muss ich mal wirklich loben hier, dass man hier noch durchgehen kann. Ich kenne viele Museen, wo man das sich bloß so von außen angucken kann. Aber hier
kann man noch durchgehen und mal reingucken. Das ist schön. Flugticket und Bordkarten von Dresden nach Barth, 1965. Familie Neumann, 4 Personen, Dresden. Ich nehme an, die Toilette war wahrscheinlich hier hinten dann. Was jetzt hier so ein bisschen umgebaut wurde, nehme ich mal an, dass hier dann die Toilette war. Wahrscheinlich war das auch mal so gedacht, dass hier jemand sitzt und abkassiert. Ist aber im Moment nicht mehr so. Weil leider kommen hier nicht so viele Besucher her. Ja, damit sind wir auch am Ende vom Rundgang. Schönes Flugzeug. Ich gehe nochmal raus. Wir gucken uns nochmal von draußen an. Wir haben ja bloß eine Ausstiegsluke hier. Öffnen. Achso, nach unten. So. Okay. Können wir rausgehen. Richtig zumachen. Habe ich gemacht. Hier haben wir das schöne Flugzeug. Von außen. Herrlich. Winterflug. Was hier auch toll ist. Auch mit dem DDR-Holz-Emblem. Zweimotorig ist klar. Propellermaschine. Ich glaube, das war schön laut da drinnen. Was aber schön ist hier, guck mal, die Treppe hier ist auch toll. Ah, jetzt gucken wir nochmal hier vorne. Ach Mensch, hier vorne ist ja auch noch was. Ach nee, das ist bloß Licht. Ich dachte, hier sitzt auch noch jemand. Das gab es ja bei manchen Flugzeugen, dass wir hier unten auch noch saßen. Nee, hier ist bloß Licht. Ja, von außen sieht sie gar nicht mal so schlecht aus. Aber wie gesagt, von innen auch nicht schlecht, aber für mich mit Flugangst, das wäre nichts für mich. Ja, dann gucken wir jetzt der Vollständigkeit halber mal noch die anderen zwei Flugzeuge an, die hier stehen. Der kleine, naja, klein ist falsch, ich würde sagen, schon mittelgroßer hier. Ha? Helikopter. Nur 3 Rotorblätter. Okay. Der Milmi-2. Hatte ich ja oben schon geguckt, ne? Schon interessant, wie sowas hier hergekommen ist, ne? Der sieht auch noch relativ vollständig aus, wenn man hier reinguckt. Relativ vollständig. Und hier drüben haben wir noch eine MiG-21. Eins erworben von Familie Hetze, Kemmerswalde. Da haben die sich gesagt, 2001, ich kaufe mir eben eine MiG. Na klar. Na klar. Nicht schlecht. Finde ich gut. Triebwerk scheint noch drin zu sein. Ja, wie gesagt, wir sind hier echt fast mitten im Erzgebirge. Wir stehen einfach mal 3 solche Flugzeuge. Oh, hier kann man sogar hochgehen. Prima. Kann man aber schlecht reingucken. Aber es scheint auch noch relativ vollständig. Alles Mögliche, was drin geht, was reingeht, ist wahrscheinlich auch drin. Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir auch
das kurze, kleine Zwischendurch-Video beenden. Wir haben alles gesehen. Besonders imposant ist wirklich die Ilyushin, dass man da reingehen kann, sich das mal drinnen angucken kann. Toll. Ja, also dann, vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.